Hi ihr Lieben, hier ist euer Jürgen Nederland Fan 17. Heute koche ich mal einen guten Burger. Dazu kommen Tomaten, Schmelzkäse, unsere guten Burgerbrote, Burgersoße und Gewürzketchup sowie dazu kommen Curly Fries. Aber ich mache das nicht alleine. Ich habe einen Gast da und das ist der Benny. Damit begrüße ich euch. Hallo. So, dann fangen wir mal an, Leute. Zuerst brauchen wir natürlich unsere Burgerbrote. Und so noch aus der Tüte. Ich dachte, die eigentlich fertig gemacht für die Pommes, die. Ja, ist schon okay. Die Burgerbrote wären besser, wenn du die aufs Gitterblech legst, wenn du im Backofen willst. Nee, schon alles in Ordnung. Ich muss die nur erstmal aufschneiden. Ach so, ja. Ja, sonst können wir die ja nicht benutzen. Dazu brauchen wir so ein Zobel, Leute. Und das schneiden wir am besten über die Spüle. Soll ich die Kamera drehen? Versuch mal. Das lassen wir. So. Burgerbrot Nummer 1. Die sind aber ein bisschen doof zum Schneiden, aber egal. So. Schön langsam einschneiden. Dann geht es. Aha. Ihr seht. Funktioniert es doch. So. Wie ihr seht, ist der Ofen schon am Vorheizen. Darauf kommen gleich die Curly Fries. Dann wird der Ofen jetzt vorgeheizt. Dann kommt dann nachher unsere gute Lama noch rein. Als natürlich Fett für die Patties. So. Unser Kast kann ruhig bei euch auch mit auf der Kamera. Ne, ich mach erstmal hier schön im Hintergrund. Neo. So, die Brötchen sind jetzt geschnitten. Das brauchen wir nicht mehr. Dann schmeißt du erstmal die Müll an die Seite. Wie gesagt, jetzt schmeißen. An die Seite. So, jetzt brauchen wir. Kann man nicht erst die Pommes reinmachen? Jetzt geht's wieder. Ja, Entschuldigung Leute, war kurz eine Unterbrechung, weil ein Kollege geschrieben hat, obwohl ich mir gesagt habe, ich bin jetzt gerade was am Machen, ich kann nicht. Der wird das nicht hören. Nicht der Benni, sondern ein anderer Kollege von mir. Heißt Markus. So. Nun brauchst du dich mal eine Unterstützung, bitte. Ja. Natürlich ist alles schon mal drum. Dass ich noch eine Völligkeit fertig machen kann. So. Ja, wir müssen jetzt den Ofen rein, weil ich muss die Fette jetzt öffnen. Ja. So Leute, das geht zack zack hier. Das sind hier drei Hühner. Jetzt haben wir die Patties im Ofen und die brauchen ein bisschen. Ich sag mal, bis später. Ne? Bis gleich. Pause oder Stopp? Stopp. Jo, und jetzt geht's weiter. Wir haben unsere Patties in der Pfanne. Und jetzt müssen wir die auch sehen. Jetzt brauche ich noch eine Gabel und den Pfannenwender. Natürlich brauchen sie ein bisschen länger, ist ganz klar, weil die müssen ja von beiden Seiten schön anbraten.
Zeit, wo ich fest jetzt in der Pfanne bin, schneiden wir schon mal die Tomaten. Dazu brauchen wir auch unser Brettchen und die guten Tomaten. Vorher bitte abwaschen. Genau. Da hast du mir direkt, das ist eine sehr gute Idee. Wir waschen erst die Tomaten, warte ich einfach mal ab. Bitte von Keimen befreien. So, einmal. Und natürlich zweimal. So, dann fangen wir jetzt mal an zu schneiden. Ja, ihr seht mich hier leider jetzt mit dem Rücken zu euch. Aber sonst habe ich leider keine Möglichkeit zu schneiden, liebe Freunde. Ja. Dann hat sich mir jetzt Werk. Da können Sie reinschneiden. Einmal kurz hochlegen. Und dann einschneiden. So, wir gucken hier mal nach der Fettig. Hier. Ja, sehr langsam. Ja. Tomaten wollen Sie sich nicht reinlassen, aber die Bildspur ist gewittert. Drei Minuten, zweieinhalb Minuten haben wir. Alles gut. So, die Tomaten sind jetzt geschnitten. Das Schemeste brauchen wir nicht mehr. Die Weintrauben auch nicht mehr, die kommen schon mal in den Müll. Fertig wieder. Und dann sage ich nochmal bis gleich weiter. Jetzt gerade drehen, das macht nichts. Geht auch so? Geht auch so. Gib Gummi. Ja Leute, da bin ich wieder und jetzt wird ans Eingemachte. Dann zuerst kommt der Käse, dann die Hamburger Soße. Ja, müssen wir das noch öffnen, wo ist denn nicht schlimm? Geht schnell. So. Wir haben schon wieder eine Nachricht, Alter. Ach, nicht schlimm. Und so seht ihr, wie ich die Burger zubereite. Aber hier mache ich das genau gegenteilig. Ihr seht, ich fülle zuerst die Tomaten drauf. Hier kommen dann die Tomaten drauf. So. Dann kommen hier auf meine Burger kommen die Hamburger Soße und Gewürzketchup. So. Und gutes Gewürzketchup. Bis später. So ihr Lieben, da bin ich wieder. Nachdem wir es gemacht haben, ist zwar ein kleines Video nur, muss ich dazugeben, kommt jetzt der Geschmackstest. Bisschen frisch die Tomate. Und Geschmackstest bestanden.
Auf jeden Fall auf Punkt getroffen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Niederländer Fan 17, Jürgen van Gattung.